herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Aka Hans-Peter Händler. Hallo. Aka Volker Warner. Hallo. Servus. Sasa, hallo. So. Ah, du hast schon einmal abgetankt gehabt? Tank doch ab. Mhm. Hatte ich schon, ja. Und wie viel, wie viel Volumen hast du? 10, gell? 5. Dann brauchen wir noch eine Ladung. Was ist denn eigentlich auf dem anderen Feld drauf? Hafer. Auf dem 12er ist Hafer. Okay. Sehe ich schon hier. Machen wir Pflanzensterben aus? Ne, an. Das wird knapp. Was? Das ist jetzt schon in der zweiten Wachstumsphase. Erntephase. Ja, meine ich doch. Gib Gummischummi. Ja. So, ich hatte letztes Mal die... Was ist auf der 13 drauf? Ach, Hafer. Ich habe letztes Mal die Butter aus dem Mischer geholt. Buttermischer. Gerade am Überlegen, was ich hier tun soll. Willst du dreschen? Ich mach mal kurz noch ein bisschen Ordnung. Mit meinem schönen Fendt. Ajo. Also schön relativ orange, naja. Geschmackssache. Aber er ist gut. Oh, es ist beide auch so warm. Brutal warm. Hm? Brutal warm. Brutal warm. Brutal warm. Katastrophe hier. Oh. Warum kriegt er jetzt das Big Pack hier nicht? Eins. Gerade ein bisschen den Kalk vom Saatgut trennen und so. Der Saatgut vom Kalk trennen. Ordnung muss sein. Kann man eigentlich auch Hühnerfutter? Ah ne, Hühnerfutter ist einfach Ding, gell? Getreide. Was? Ja. Dann kann ich doch ein bisschen Hühnerfutter-Pickpacks machen, oder? Ja. Weil das haben wir nicht. Nee, Quatsch. Ich nehm den. Mal gucken, ob das funktioniert. Stimmt. Ich brauch... Ah, aber das Förderband steht noch hinten beim Kalk oder so. Ja, aber es fährt aber 43. Hä? Fährt 43 das Förderband. Ja. Frage ist nur, kriege ich den Kalk vom Förderband runter? Ja, Kalkstreuer ist leer. Was muss ich machen, dass die komische Linie da verschwindet? Hä? Rücksteuerung? Nee. Hatte ich schon. Der hat's auf die Straße geladen. Aus Versehen. Ja, hör doch auf zu hupen, Junge. Du willst die Linien ausschalten. Dieses Dings da. Weißt du? Ja, GPS da. War das Alt-S? Probier mal Alt-S. Oder Steuerung S. Warte, das wird doch glaube ich auch angezeigt, oder? Ja. Nee. Nee. Geh mal aus, Traktor und dann guck mal. Ja, nee. Das hat ja was mit dem Traktor zu tun. Okay. Na klar, im Auto werden viel mehr Funktionen gezeigt, als wenn du nur so läufst. Ah ja, S. Und dann zeige Linien aus. So, ich mach den Kalksteuer mal voll. Ich weiß gar nicht mehr, du hattest so 60, 50? Und den Dämmler voll hast du, glaube ich. Den Krampe hast du voll gekauft, glaube ich. Den ganzen Krampe voll gekauft, ja. Ja, also dann ist da, dann müsste eigentlich... 40.000 ist da.
kriegt man das hier leer. Aber Vorsicht, wenn du kalken willst, dann ist, glaube ich, nee, wird jetzt ganz schön die Kraft zerstört. Ich will nicht kalken. Ich wollte nur das Ding hier leer haben. Das Förderband. Leer den. Schon erledigt, alles gut. Und unsere Felder müssen gedüngt werden. Düngestreuer. Ja. Ist das Pflegebereifung auf dem Feld? Ja. Nein. Dann gehe ich halt düngen. Sind wir eigentlich Flügel an oder aus? Ich glaube an. Sieht ziemlich hässlich aus mit dem Frontlader hier drin. Deutz Frontlader. Nein, New Holland. Verdammt. John Deere. Jetzt habe ich fast alle Magen durch gehabt. Okay. wir haben keinen Dünge. Doch, haben wir. Okay. Düngesteuer haben wir. Wir haben keinen Dünger. Ach so. Das kann sein. Das ist, kann nicht nur sein, das ist so. Das ist aber bescheiden. Achso, die Big Bags kann man nicht zurücksetzen, ja, hast du gesagt. Ja. Schade. Wer halt auch noch Geld ausgeben muss. Zum Händler, ich hoffe mal, dass der noch offen hat. Ja, da. Das ist schon wenn die Uhr offen. So lang. Jo, glaube ich zumindest. Oder bis 20 oder so. Ja, bis 20, glaube ich. Wenn überhaupt. Nein. Bin zu langsam gewesen. Okay, wie weit bist du? Gleich fertig, oder? Bald. Wahrscheinlich noch erst in der nächsten Folge. Oder wie lange läuft die Folge schon? Minuten. Ich bin gerade auf Abwägen. 8. Minute. 8 Minuten? Dann können wir es vielleicht noch in der Folge schaffen. Ah, hier steht ja auch der Krampel. Ist ja gut. Der Akkuliner. Ist ja perfekt. Oh, lass mal gucken hier. Wo ist unser, Verschiedenes ist auch drin. Und dann unter Big Bags. Den LSFM Digger, bitte. Ajo. Kann ich doch. Ajo. Du echt viel Geld ausgegeben. Wie bitte? Ey, das waren, waren 4000 Liter. Kriege ich das jetzt hin, dass der Düngestreuer das in den Anhänger schmeißt? Kriege ich das dann aus dem Anhänger wieder raus? Ja, aus dem Anhänger kriegt man es wieder raus. In falsche Richtung, schade. Aber halt nicht als Big Pack Form. Halt ich wollte den Big Pack per I in den Anhänger entladen, weißt du? Nee, das geht nicht. Weil ich habe 4000 Dünger gekriegt, das passen aber glaube ich nur 3100 oder so rein. 2200. Ey komm, ich war nah dran. Ey komm, das war. Ejo. Nah dran. Gut, dann mache ich den Düngestreuer vorne dran und nehme den Akroliner direkt hinten mit. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was wollte ich mit. Achso, ich wollte Dings da machen. Hühnerfutter. Genau. Genau. Könnte es aber echt noch in der Folge schaffen. Aber muss noch einmal abgedeckt werden. Wo kriegst du ja hin? Das Blödsinn, was ich mache. Ich
kann halt den Big Pack einfach so in den Anhänger laden, gell? Ja. Ja, dann nehme ich den gleich mit. Kippen wir es im Notfall auf den Hof, aber ich glaube, man kann auch nachher den Düngestreuer schon wieder befüllen. Wer hat eigentlich an meinen Fan den John Deere Frontlader ran gemacht? Wo denn? An, den, an meinen Fan. Der hat keinen Frontlader dran. Hat er auch, aber eben. Nein. Der hat den Düngestreuer hinten dran. Wird sich nur rausheben, weil du den da dran gemacht hast. Ja, natürlich. Ich hatte kein anderes Fahrzeug zum Frontlader dran machen. Ach. Johnny war ja unterwegs. Achso, warte mal, ich kann ja hier schon anfangen zu kacken. Kannst da schon anfangen zu kacken? Düngen. Ah. Nein. Ich schaff's in der Folge. Außer die Folge geht so ruckartig zu Ende. Was mir gerade einfällt. Was? Feld 12 wird nichts. Warum? Ja, wenn wir dann schlafen gehen. Das Feld wird dort. Wir sollen schlafen. Weil bald Nacht ist. Es ist fast 19 Uhr. Ja, aber wenn wir schlafen, überspringen wir ja ein paar Stunden, dann ist das Feld verdorrt. Ja. Oder verdorrt es nicht, wenn der Auftrag aktiv ist? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal nicht. Ja, denke ich eigentlich auch nicht. Dann müssen wir auf jeden Fall vorm Schlafen den Ding aktivieren. Mit Geräten. Auf Geräten. Ich glaube, ich krieg das hier gerade noch so rein in den Konter. So. Passt echt noch 150 rein. Mehr nicht mehr. Ja, dann ist er perfekt. Wenn du abladen fährst, achte darauf, dass du nur das verkaufst, was nötig ist. Warum? Damit wir den Rest, den Überschuss behalten können. Und vielleicht woanders teurer verkaufen. Nee, da, wenn ein Auftrag annimmt, dann wird das immer automatisch dahin gemacht, wo der Preis am höchsten ist. Halt wenn ich du mal guckst, wenn du mal guckst bei Weizen, wir ernten, ich habe gerade Weizen geerntet. Ja, aber du kannst ja behalten und gucken, ob nachher der Preis höher wird. Ja, er ist schon ziemlich hoch für Weizen. Ja, wir haben ja auf einfach, ne? Nee. Ja. Wirtschaft. Ja. Na gut, dann. Ja, dann verkauf. Dann mach komplett. Ich verkaufe erstmal, lass den Drescher stehen. So, ich lasse jetzt hier mal kurz den Helfer drüber rennen. Dann kann ich den Drescher nämlich schon mal auf der Seite fahren. Oh, wir müssen unbedingt. Haben wir eine Werkstatt am Hof? Ja, gell? Ja. Dann werde ich mal kurz den Drescher reparieren. Schneidwerk hat. Ich kann es auch einfacher machen. Ah, stimmt, warte. Ich mach's. Muss ich aber erst abholen. Nee, du fährst jetzt das Zeug weg. Ja, ich kann es währenddessen machen. Warum? Ach, übers Menü. Oh, ja. Stimmt ja. Geht viel schneller. Da ist ein größeren Korntank dann nachher, oder je nachdem, wer den anderen, der große Drescher fährt dann außen, Vorgewende und der kleine innen.
Wie meinst du? Na, der große Drescher kommt weiter. Deshalb fährt der außen. Weil der mehr aufnehmen kann. Mhm. Und der kleine Drescher fährt das Vorgewende innen. Weil der muss früher stehen bleiben und hat dann das Rohr. Blockiert dann nicht den großen. So, mein Gedanke. Aber Moment mal, Moment mal. Auf dem, auf einem anderen Server haben wir auch Feld 12 abgeerntet. Genau mit dem großen New Holland und dem kleinen Rostenesch. Der Rostenesch ist weitergekommen als der New Holland. Ja, hast recht, kann sein. Wer macht denn hier die Vorwärts-Rückwärts-Schaltung aus? Hast du jetzt schon abgetankt? Nein. Verkauft, dann mach doch mal. Ja, ich bin in den Händler gefahren, also keine Ahnung. Voll Profi. Beeil dich nicht, dass du im Pferdehof gesperrt bist. Im Redefluss war ich. Was wollte ich denn gerade gucken? Es kann sein, dass das so ist, weil der New Holland deutlich breiteres Schneidwerk hat und dadurch auch mehr Frucht an sich reißt. Ja. Dann müssen wir. Guck mal, jetzt ist der Preis in der Kornmühle ist schon bei 1107. Ist nur 1108. Verkauf mal nicht alles. Machen nur so viel bei denen rein, wie sie brauchen. Oh, Käse, 10.000 schon wieder beim Hofladen. Aber jetzt ist schon zu spät, ey. Ja, Butter 10.000. Ich verkauf alles. Ich kann ja nichts verlieren. Doch. Man kann mehr Gewinn machen. Oh, Alter, wie viel? Was ist, wenn es vorher stoppt? Und dann der Preis beim Pferd. Ja, dann warten wir halt. Ist so wurscht. Weizen. Der andere Preis. Ah, ne, der stoppt nicht. Auf die 1600 kam es jetzt an. Hä? Ich hab abgekippt, sobald ich das gesehen habe. Und wie viel hast du jetzt noch? 15. 1000. Ja. So viel. Voll geil. Kannst du den. Ah ne, geht nicht. Geht nicht. Okay, Leute, wir düngen hier mal kurz fertig. Zumindest dieses Feld. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir messen alles, wie immer. Und schaut gerne morgen um 16 Uhr beim RP rein und beim 19 Uhr wieder bei Hof Bergmann. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.